3,17, Platz 11. Stimmt. Na, sehr bequem sind die Stühle nicht. Aber vielleicht ist das Absicht. Im Konzertsaal soll man vielleicht unbequem sitzen, damit man die Ohren schön steif hält. Wie? Ach, ja, bitteschön. Ach, will einer durch. Was? Aber Sie sehen doch, dass ich Ihnen Platz mache. Ich kann hier die Knie nicht hinter die Ohren ziehen. So unglaublich, sowas. Also die mit den Mittelplätzen sind immer die Letzten. Ah, jetzt kommt der Dirigent. Oh, sieht gut aus. Aber die Haare könnte sich ruhig mal schneiden lassen. Jetzt gibt einem Geiger die Hand. Na, so ein Quatsch, entweder allen oder gar keinem. Außerdem haben Sie sich bestimmt hinter der Bühne schon gesehen. Fabelhaft, der dirigiert ganz ohne Noten. Na, das Stück ist wohl auch nicht so schwer. Mein Karl hat ja auch keine Noten gebraucht, wie auf dem Bockbierfest die alten Kameraden dirigiert hat. Und wenn Dirigenten was falsch machen, man hört sie ja nicht. Das heißt, Karian soll ja mitsingen. Aber da muss man schon ganz nah dran sitzen. Ach, schön. Schön ist die Stelle. Jetzt wird's richtig deutscher Wald. Ach, man müsste die Augen zumachen und sich was vorstellen. So eine romantische Waldlandschaft. Und von weit bläst Eichendorff auf dem Posthorn. Wo war denn nur der schöne Buchenwald? Ach, ja, im Harz, wo Karl sich nachher so betrunken hat. Aber ich muss mich auf die Musik konzentrieren. 6 Mark hat der Platz gekostet. Andere Leute sind schon ganz ergriffen. Das ist ja schon wieder ein Nerzmantel. Also ich sehe von hier aus mindestens 10 Stück. Naja, jeder will zeigen, was er hat. Außerdem sind wir ja im Gewandhaus. Jetzt wieder romantisch. Nanu, das klingt ja wie Nürnberg. Das scheint überhaupt aus den Meistersingern zu sein. Natürlich ist doch Wagner, wie er leibt und lebt. Wo habe ich denn mein Programm? Nanu, Liszt? Ach, das war ja der Schwiegervater. Na, jedenfalls einer aus der Familie. Neben mir hat einer Knoblauch gegessen. Oh Gott, jetzt ist mir was in den Hals gekommen. Sowas passiert einem immer an den leisen Stellen. Raus kann ich nicht, wenn die doch bloß mal wieder laut werden würden. Na, Gott sei Dank, das Blech hat mich gerettet. Ist das unappetitlich, diese Musiker mit ihren komischen krummen Trompeten, dass die mir vor allen Leuten da die Spucke rausschlagen müssen. Können doch auch ein bisschen trockener blasen, man braucht doch nicht so zu sabbern. Also wenn Karl seine Pfeife raucht, das würde ich mir schwer verbitten, dann hat man eben 2 zum Wechseln. Wie heißt denn eigentlich das Stück? Tasso? Nanu, was hat denn Tasso im deutschen Wald zu suchen? Der lebte doch eher in der Po-Ebene. Naja, jetzt klingt's auch mehr wie Pinienhain im Gewittersturm. Der Dichter rast durch die Gegend und sucht nach dem Einfall. Beethoven soll ja auch immer so rumgerannt sein. Jetzt scheint wieder die Sonne. Ach, wie sieht denn mein Kleid aus? Schon wieder die Falten auf dem Bauch. Dabei habe ich es doch gerade vorhin gebügelt. Oh, um Gottes Willen. Habe ich denn das elektrische Eisen ausgemacht? Ich glaube, ich habe es brennen lassen. Das ist jetzt 1 Stunde her. Das Blättbrett kann schon in hellen Flammen stehen. Das Feuer greift auf die Sessel über, die Gardinen gehen hoch. Im Schrank steht die Flasche mit dem Waschbenzin. Die Feuerwehr schlägt die Türen ein. Aber ich kann doch jetzt nicht mittendrin raus. Oder habe ich es doch ausgeknipst? Ich bin doch nachher noch mal ins Zimmer gegangen und habe das Fenster aufgemacht. Natürlich habe ich es abgeschaltet. Nein, ich habe es nicht abgeschaltet. Doch, ich habe es ausgeschaltet. Ich habe mir ja aus derselben Steckdose nachher mein Haar getrocknet. Das wäre überhaupt eine gute Idee, wenn Bügeleisen so brummen würden wie ein Föhn, dann würde man sie bestimmt nicht vergessen. Na Gott sei Dank, jetzt kann ich wieder bei der Sache sein. Oh, jetzt holt er aber aus. Ist ja wieder so eine richtige Fanfarenmusik wie in der Wochenschau. Dabei ist doch Franz Liszt auf den Bildern immer geistlich gekleidet. Oder war das Franz Abt? Das klingt doch ganz militaristisch. Hat denn Tasso irgendeinen Krieg mitgemacht? Ich denke, der hat bloß zwischen 2 Frauen gependelt. Davon machen die so viel Gedöns. Ja, jedes Musikstück muss ja eine Schlussapotheose haben. Zum Schluss geht's. Der Schlagzeuger hebt schon die Messingdinger hoch. Schön blank sind die. Morgen muss ich mal wieder das Silber putzen. Dann wird gleich Pause sein. Habe ich denn überhaupt Zigaretten mit? Hoffentlich darf man hier rauchen. Neulich in Traviata musste ich bis auf die Straße. Und nachher habe ich mehr gehustet als die auf der Bühne. Ach, ist eigentlich eine Schande, woran ich alles denke. Man sollte sich lieber erheben lassen für sein teures Geld. Da hat nun einer jahrelang dran geschrieben. Die Musiker haben wochenlang geübt. Und dann hört man gar nicht zu. Es ist genau wie mit dem Kochen. 4 Stunden steht man in der Küche und in 3 Minuten ist alles runtergegessen. War denn Tasso mal in Nürnberg? Vielleicht hat er mit Hans Sachs zusammengearbeitet. Beim Filmschreiben ja auch immer mehrere an so einem Quatsch.
Jo, jetzt trampelt er sich aber ab, wenn er bloß nicht vom Podest runterkippt. Aber wird ja wohl versichert sein. Und trotzdem, sie könnten ihm doch einen kleinen Balkon umbauen. Aber dann sieht er wieder aus wie ein Büttenredner. Die können sich mal wieder gar nicht trennen von der Musik. Immer wenn man denkt, jetzt ist Schluss, dann kommen noch 3-4 Dinge nachgeklickert. Und dann soll ein Mensch wissen, wann er klatschen soll. Na? 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 Kommt nur noch was? Nee, der legt sein Stöckchen hin. Bravo!